Wisst ihr noch, wie es geschehen? Immer werden wir es erzählen, wie wir einst den Stern gesehen, mitten in der dunklen Nacht. So heißt es in einem modernen Weihnachtslied, und wie gern hätten wir euch gezeigt, wie es damals geschehen ist. Mit Engel und Hirten, Kaiser Augustus, Maria, Josef und dem Schaf Flocke. Doch leider hat uns Corona wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und da haben sich Susanne Fiedler, unsere Kirchenmusikerin, und die Kinder des diesjährigen Krippenspiels überlegt, wir machen ein Hörspiel daraus. Also, ganz viel Spaß dabei. Wieder und so dunkel, so habe ich mir das Hirtenleben nicht vorgestellt. Du bist gut, jetzt bist du erst seit 2 Wochen dabei. Du weißt ja noch gar nicht, wie wir hier wirklich draußen leben. Das ist manchmal schon hart. Ja, wenn du es gemütlich haben willst, darfst du nicht zu uns Hirten kommen. Hier gibt es ständig was zu tun, aufzupassen und sich zu kümmern. Ich mag halt Schafe so gern und ehrlich, ich habe bis jetzt auch immer gut auf sie aufgepasst. Oder? Schon, aber die Nächte gehören halt auch dazu. Dann kommen die Wölfe und heulen, weil sie gerne ein Schäfchen zum Abendessen hätten. Oder wenn Schafe krank sind, dann musst du nachts Acht geben, dass sie es warm haben, aber die anderen nicht anstecken. Ja, sehr viel Verantwortung haben wir hier. Fast so wie ein Politiker, ein König oder so. Aber die behandeln uns ja eher wie dumme Hammel. Großer Palast, wie du noch keinen gesehen hast.
seht ihr es, wie Sklaven hält uns der Kaiser und tut alles, damit er mehr Geld bekommt, ohne Rücksicht auf uns. Wenn ich das so mit den Schafen machen würde, nur immer die Wolle abrasieren, aber nichts zu essen geben. Das wäre ja traurig. Die würden doch alle eingehen. So schlecht geht's hier aber auch den meisten Menschen. Und dann fühlen sich alle miserabel. So was Verrücktes. Und jetzt sollen auch noch alle dorthin gehen, wo ihre Großeltern gelebt haben. Das gibt ja ein heilloses Durcheinander auf den Straßen. Ja, und niemand weiß mehr, wo er hingehört. Da haben's unsere Schafe besser. Die fühlen sich sicher und behütet. Ach Maria, so schrecklich viele Menschen sind heute unterwegs. Wenn so viele auch in Bethlehem sind, sehe ich schwarz für unser Nachtlager. Und wir sind ja auch spät dran, weil du nicht so schnell gehen kannst mit deinem dicken Bauch. Und der liebe kleine Bewohner in meinem Bauch rührt sich auch schon. Ich glaube, das Kind wird wohl demnächst kommen. So, jetzt sind wir da. Jetzt geht die Suche nach einem Platz zum Schlafen los. Ich hätte da nur noch einen Stall vor meinem Eck. Da stehen meine Viecher drin. Da könnt ihr euch ausbreiten. Nachher schaue ich noch einmal vorbei. Vielen herzlichen Dank. Gott wird es Ihnen vergelten. So langsam hat sich das Gerenne im Dorf beruhigt. Hoffentlich können wir jetzt auch ein bisschen schlafen. Legt euch ruhig hin. Ich übernehme die erste Wache. Was ist das für ein Summen? Wie ein großer Bienenschwarm. Schaut, da hinten wird es hell am Himmel.
Und jetzt kommt es auf uns zu. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja wie 1000 Lichter. Mami, ich hab Angst. Was war jetzt das? Ich glaube, sowas wie ein Engel. Ein Engel? Schaut so ein Engel aus? Was weiß ich denn? Ich habe auch noch keinen gesehen. So ein Engel sieht man auch nicht alle Tage. Was hat er gesagt? Irgendwas von einem Kind in einer Krippe in einem Stall. In einem Stall in Bethlehem gibt es 100 Ställe. Na, da müssen wir halt suchen. Was? Du willst jetzt einfach gehen? Logisch. Wenn schon ein Engel kommt und uns was erzählt, dann muss das wichtig sein. Anscheinend sind wir richtig. Das ist auch schon der 7. Stein, den wir schauen. Wahnsinn, genau wie es der Engel gesagt hat. Ein kleines Kind in Windeln und in eine Krippe gelegt. Was für ein Engel. Ein Engel, bei uns auf dem Hirtenfeld. Er hat gesagt, das Kind wäre der Heiland für die ganze Welt. Sowas hat Maria auch erzählt. Auch ihr ist ein Engel erschienen und hat gesagt, dass das Kind der Sohn des Höchsten ist. Außerdem soll es Jesus heißen. Jesus? Das heißt, der Retter, der von Gott kommt. Ja, er soll uns alle erlösen. Und wie das? Das werden wir noch sehen. Josef, was sind das für Leute? Das sind ganz nette Hirten, den ein Engel von unserem Kind erzählt hat. Wir werden jetzt auch wieder gehen. Es ist ja noch Nacht und ihr braucht euren Schlaf. Wir gehen in den Ort hinein und sagen es allen Leuten. Ja, wir haben die Geschichte als Erste erfahren und wir dürfen sie jetzt weitererzählen. Zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig uns.
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind, Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch und euren Familien eine frohe und gesegnete Weihnacht. Vergesst nicht, Gott ist da, in allem, was gerade nicht so richtig gut läuft, Gott ist da. Und wir sind gewiss, wir werden uns nächstes Jahr wiedersehen oder hören. Bis dahin, bleibt behütet und gesegnet.